Viele wissen es bereits oder können sich vielleicht auch denken, welchem Verein ich angehöre. Es gibt bereits einige tolle Videos, Dokus oder Podcasts zu diesem Verein, aber keines davon, welches mir in die Hände gefallen ist, hat alles umfasst. Deshalb mache ich mich nun daran, euch möglichst viel über die Historie der heutigen BSG Chemie Leipzig zu erzählen. Im Jahre des Herrn 1899, genauer gesagt am 30. August 1899, gründeten 14 Jugendliche in totaler Euphorie nach dem Besuch des Spiels Lipsia-Oltrich gegen den SK Olympia Leipzig den Verein Britannia 1899 Leipzig in der Gaststätte Frankfurter Torhaus in Anlehnung an den aufstrebenden Fußballclub BTU FC Britannia 1892, Berliner Tor- und Fußballclub Britannia 1892. Heute pendelt der Berliner SV 1892 zwischen Bezirks- und Kreisliga. Britannia spielte zunächst in blauen Shirts und einem gestickten B und in weißen Hosen an der Merseburger Straße in Lenau auf dem Gelände des heutigen Willy-Kühn-Sportparks. Nennenswerte Erfolge konnten allerdings nicht verzeichnet werden. Nach dem Ersten Weltkrieg fusionierte Britannia aufgrund Mangel an Mitgliedern mit Hertha 05 Leipzig zum Leipziger Sportverein 1890, kurz LSV 1890. Der Zusammenschluss funktionierte gut und der Verein entwickelte sich sportlich und finanziell stark. Im November 1938 fusionierte man dennoch mit dem ebenfalls sportlich und finanziell gut aufgestellten SV Thura Leipzig, die 1932 von Karl Schwarz gegründet wurden. Dieser steckte als Leiter einer Automatenfabrik einiges an Geld in den neuen Verein. Die Spieler waren quasi Halbprofis, obwohl das damals noch keiner sagen durfte, da Fußball in Deutschland noch ein Amateursportart war. So spielten viele der besten Spieler Leipzigs, aber auch viele Spieler aus dem Westen, beispielsweise die Gebrüder Schmidt aus Bielefeld, für die Leipziger Thura. Daraus wurde durch die Fusion nun Thura 1890 Leipzig. Zur Vollständigkeit: Diese Fusion war von beiden Seiten nicht angestrebt worden, da die Politik in Leipzig aber ein großer Verein im Westen von Leipzig wollte, und mit der Thura aus Lölsch und dem LSV aus Lindau schien das nun mal sinnvoll. Dadurch hatte der Verein nun satte 30 Mannschaften im Spielbetrieb: 10 Herrenmannschaften, 13 Jugendmannschaften, 4 Altherrenteams sowie 3 Mannschaften im Handball. Der Turn- und Rasensportverein zog allerdings auch viele Zuschauer an. Nicht selten strömten über 10.000 Zuschauer nach Leutsch. Die ganz große Zeit war allerdings vorüber. Die Spieler, die vorher bei der Thura von 1932 um Meistertitel mitspielten, waren nun im Ruhestand. Doch so ging es auch dem VfB, der Fortuna oder auch Wacker Leipzig. Der große Fußball in Leipzig war vorerst vorüber. 1942 stieg die Thura dann aus der Gauliga Sachsen ab, doch gegen alle Erwartungen schafften sie den direkten Wiederaufstieg und wurden 1943, zugegeben, Sportergebnisse im Zweiten Weltkrieg sollte man differenziert sehen, zu Leipzigs Topclub. Denn 1944 wurden sie Sechster in der Gauliga Sachsen und waren somit der beste Leipziger Verein. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war nicht mehr an Fußball zu denken, Trümmer überall, zudem verloren viele Vereine Spieler, Funktionäre und Mitglieder im Krieg. Dazu kam auch die sowjetische Besatzungsmacht, welche die alten, traditionsreichen Vereine auslöschten. In Großstädten durften Spieler nur für Vereine in dem Bezirk spielen, in dem sie auch wohnten. Das war ein großer Rückschritt für den Fußball im Osten. Die Kicker der Thura wurden derweil mal wieder umgenannt, so hieß der Verein ab August 1945 SG Leutsch. 1948 organisierte der Vorstandsvorsitzende Karl Plättner den Abbau, Transport und Wiederaufbau der Holztribüne am Elsterflutbecken. Bis heute kursieren davon immer noch Legenden im Leutscher Holz, wie bzw. auf welche Weise die ehemalige Regattatribüne den Weg nach Leutsch gefunden hat. Vom Ab- und Aufbau innerhalb einer Nacht bis hin zur offiziellen Version des kräftezehrenden Abbau kombiniert mit dem über einjährigen dauernden Wiederaufbau in Leutsch gibt es allerhand Varianten der Geschichte. Lange kein neuer Vereinsname mehr, oder? Am 21. März wurde dann auf einer erweiterten Vorstandssitzung die ZSG Industrie Leipzig gegründet. Mit der SG Leutsch fusionierten aber auch die SG Lindau Hafen, die SG Leipzig Aue, SG Leipzig Böhlen-Ehrenberg und die SG Leipzig Mitte. Das erste Spiel gewann die neue ZSG Industrie mit 5:1 gegen Union Oberschöneweide, ein Vorgängerverein von Union Berlin. 25.000 Zuschauer waren dabei. Die ZSG Industrie gewann auf Anhieb die Stadtmeisterschaft und duellierte sich mit Merane und dem Dresdner SC um die Sachsenmeisterschaft, zog aber am Ende den kürzesten und wurde Dritter. Ende 1949 gliederten sich aus der ZSG Industrie zwei eigenständige Vereine aus. Daraus werden die ZSG Industrie Leutsch, heute SV Leipzig Nordwest, und ZSG Industrie Hafen, heute Spielvereinigung 1890 Leipzig. Am 16. August 1950 wird dann aus der ZSG Industrie Leutsch dann die Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig, und das mitten in der Saison. Grund dafür ist die Umstrukturierung des Sports in der DDR. Große Wirtschaftszweige werden zu Paten für größere Vereine, da ZSG Industrie den Zweig Farben und Lacke gehörte, aber die Leutscher einen chemieverarbeitenden Betrieb inne hatten, erfolgte der Namenswechsel. Tatsächlich waren damals noch die Farben der Trikots hellblau bzw. dunkelblau und bei den Hosen. In der ersten Chemiesaison kommen die Leutscher bis zum Entscheidungsspiel um die Meisterschaft.
Denn Chimeta am letzten Spieltag einen Punkt bei Roller zum Babelsberg zur Meisterschaft gereicht, verlor aber 2 zu 3 und war durch den Sieg von Turbine Erfurt Punkt- und Torgleich. Beim Entscheidungsspiel in Chemnitz strömten 60.000 Zuschauer, darunter 20.000 bis 25.000 Chemiker, ins damalige Ernst-Thälmann-Stadion. Durch Tore von Helbig und Krause gewinnt Chemie in einem spannenden und kräftezehrenden Spiel nicht unverdient mit 2 zu 0. Den Meistertitel feiern die Deutschen am Ostseebad Kühlungsborn, ausgerechnet in einer Villa, die NS-Propagandaminister Goebbels nur Jahre zuvor für filmische Nazizwecke nutzte. In der darauffolgenden Saison 1951-52 spielte Chemie das erste Mal nicht in Hellblau oder Weinrot, sondern in Grün und Weiß. In selbiger Saison darf Chemie als erste deutsche Mannschaft nach Albanien fahren. Am 29. April 1952 brachen die Chemiker per Zug nach Bukarest auf, um dann dort das Passagierschiff kein Reiseziel zu verpassen und so eine Woche nach Aufenthalt in Bukarest akzeptieren zu müssen. Albanien wurde erst am 10. Mai 1952 passiert, nach 12 Tagen Reise also. Neben einem Rahmenprogramm wie Besuch des Partisanenmuseums oder ein Empfang inszeniert von hohen albanischen Generälen wurde natürlich auch Fußball gespielt. Dynamo Tirana, Partizan Tirana und eine Stadtauswahl aus selbiger albanischer Hauptstadt lauteten die Gegner. Allesamt wurden verloren. Im Winter 1952 kommt es zum Unglaublichen. Der SV Vorwärts Leipzig lockt gleich 7 Spieler von Chemie zum Volkspolizeiverein. Darunter natürlich auch die Jungen mit der vielversprechendsten Perspektive. Vermutlich ging damals das alles mit dem vom Staat geförderten Verein eher weniger mit fairen Mitteln zu. Bestechung und Bedrohung gehörte wohl bei einigen Spielwechseln dazu. Dennoch hält die Mannschaft aufgestockt mit Spielern aus kleineren Vereinen aus dem Umland sensationell die Liga. Die geförderten Armeefußballer mussten hingegen tatsächlich den Gang in die zweite Liga antreten. Zu Beginn der Saison 53-54 hatte Chemie mit Keutsch und Barnechel wieder mal zwei Abgänge, die absolute Stammspieler waren. Glücklicherweise kam Stürmer Rudi Kraus vom Vorwärts Berlin zurück und Alfred Kunze wurde Trainer in Leutsch. In dieser Saison wurde Chemie Vizemeister in der Turbine Erfurt. Nach Saisonende dann der Super-GAU. Chemie wird aufgelöst. Auf der Sportkonferenz wird die Konzentrierung der Trägerbetriebe auf bestimmte Städte beschlossen. Das sind in Leipzig Wissenschaft, Rotation und Lok. Chemie sollte zu Hannelöhne gehören. Aus Chemie wird der SC Lokomotive. Am 5. September 1954 bestreitet der neue Verein sein erstes Spiel. 0 zu 2 gegen Karl-Marx-Stadt. 18.000 Zuschauer sind dabei, doch Chemie gibt es nun nicht mehr. Im September 1954 gründet sich aus der SC Lok die BSG Chemie Leipzig West heraus neu. Viele Informationen über die Zeit gibt es nicht, nur eines: ohne die Funktionäre Arno Huhn und Otto Thiele und auch Spieler Walter Rose hätte der kleine neue Verein, der Chemie nun urplötzlich war, nicht überleben können. 4.000 Zuschauer besuchten immer das erste Punktspiel des Vereins der fünfklassigen Bezirksklasse. Im Sommer 1957 fusionierte Chemie West mit Chemie Südwest. Nicht nur, dass sich der Verein nun wieder BSG Chemie Leipzig nennen konnte, es kamen auch neue, benötigte Spieler und die VEB Egulwahl kam als Trägerbetrieb hinzu. Doch dann wiederum das Unglaubliche. Die Sportgewaltigen in Leipzig wollten Rotation und den SC Lok auflösen. Obendrauf sollte Leipzig wieder ihre Oberliga-Zugehörigkeit bekommen. 9 Jahre war der große und stolze Verein beinahe in der Versenkung verschwunden. Doch dank einer Handvoll Freiwilliger, die nicht verzagten, konnte ich wieder im großen Stile auferstehen. Leider wurde eben diese Mannschaft nur als dritte Mannschaft in neue BSG Chemie Leipzig eingegliedert. Viele Spieler fühlten sich fürs fünfte Rad am Wagen, manche beendeten ihre Karriere, andere gingen vom Verein ab. 1976 wurde die dritte Mannschaft dann komplett aufgelöst. 1963 wurde die BSG Chemie also erneut ins Leben gerufen, aufgrund der Neustrukturierung im Leipziger Fußball. Chemie bekam allerdings die vermeintlich nicht förderungswürdigen Spieler zugeteilt. Die besten Spieler kamen zum Lokalrivalen SC Leipzig, später die Unaussprechbaren aus dem verbotenen Stadtteil. Per Auswahltraining entschied ein Gremium, welche Spieler wohin gingen. Die wenigsten trauten in Deutschland mit ihrem Kader auch nur den Klassenerhalt zu. Bei der ersten Zusammenkunft, so sagte Alfred Kunze, spürte ich zum ersten Mal, dass in dieser Truppe deutlich mehr steckt, als man ihr allgemein zutraute. Die Spieler schienen sich ihrer Lage bewusst. Eine Jetzt-erst-recht-Mentalität flammte auf. Sie sollten schlechter sein als die Spieler, mit denen sie zu Teilen jahrelang zusammengespielt haben? Niemals. Dann der 11. August 1963. Wismut Aue ist als erster Punktbegegner zu Gast. 20.000 Zuschauer wollen ihre Chemie sehen. Trainer Kunze bereitet die Mannschaft vor, als würde er gerade ein Dutzend blutjunger Soldaten für den Krieg bereit machen. Eine emotionale Ansprache gefolgt von einem Mannschaftskreis und an der Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift: Wer nicht alles gibt, gibt nichts. Am Ende gewinnt Chemie 2:0 durch Tore von Dieter Schere-Scherbart. Durch Chemie gewinnt nicht nur das Spiel inklusive der 2 Punkte, sondern auch die Sympathien der Zuschauer. Man will lieber zu Chemie, statt zu den geförderten und vom Staat bevorzugten SC. Im weiteren Sommerverlauf punktet Chemie sehr konstant, ist mit Motor Steinach jetzt schon eine riesige Überraschung. Auch die Rathausmannschaft vom SC wird mit 13:0 vor 35.000 Zuschauern im Zentral schon besiegt. Nur gegen Ende der Hinrunde erlaubte sich die Mannschaft eine kurze Schwächephase, überwältigte dadurch nur auf Platz 3. Am 10. Mai 1964 war es dann soweit.
Die BSG brauchte am letzten Spieltag bei Turbine Erfurt nur noch einen Punkt zur Meisterschaft. 10.000 krümmerse Schlachtenbummel begleiteten die Mannschaft. Durch Tore von Wolfgang Bieler und Manfred Walter gewinnen die Deutsche Zeit und sie sind Meister. Nach Schlusspfiff stürmen Fans auf das Spielfeld, die Spieler werden um ihre Schuhe, Stutzen oder Trikots erleichtert, die Feierlichkeiten nehmen kein Ende. Egal ob auf der Autobahn gen Leipzig oder nach Ankunft der Stadt, die Chemiker feiern sich und ihre Helden gebührend. Durch die Meisterschaft 1963-64 waren Deutschland nun spielberechtigt für den Europapokal der Landesmeister. Um sich darauf vorzubereiten, besteht Chemie in Rumänien zwei Vorbereitungsspiele. Gegen Steaua Cluj 1:2 und UT Arad 0:2 gingen allerdings beide verloren. In der ersten Runde gegen Ovas Kür, der ungarische Meister, war dann aber bereits nach 0:2 und 2:4 aus chemischer Sicht Schluss. In der Liga spielte man wieder gut mit, war lange Zeit im Titelrennen, am Ende sprang aber ebenfalls ein teurer dritter Platz heraus. Am Ende der Saison 64-65 wurde der Intercup ausgespielt. In einer Gruppe mit Slovan Bratislava, Pokan Stettin und dem FC Zagreb wurde Chemie Erster und kam ins Viertelfinale. Im Viertelfinale traf man auf Empor Rostock, Vorgänger vor allem von Hansa Rostock. Nach 1:2 im Hinspiel und 4:3 im Rückspiel musste das Los entscheiden, da es damals noch keine Auswärtstorregel oder ein Elfmeterschießen gab. Das Glück war Kapitän Bernd Bauspieß-Holt, der sich bei Münzburg für Zahl entschied und so Chemie Kurios ins Halbfinale brachte. Und dort wartete der SC Leipzig. Nach 1:1 im Rückspiel folgte eine 0:1 Niederlage vor 30.000 Zuschauern im Zentralstadion. Die Enttäuschung war groß. In der neuen Saison hatte Chemie dann verletzungsbedingt große Sorgen. Außerdem verließen viele Ergänzungsspieler den Verein, was für die Breite des Kaders Gift war. So fand sich Chemie im Kampf um den Klassenerhalt wieder. Außerdem wurde der Georg-Schwarz-Sportpark umgebaut, weswegen Chemie im überdimensionierten Zentralstadion spielen musste. Im FDGB-Pokal lief es dafür blendend. Neubrandenburg, Vorwärts Cottbus, Bismut Aue, Motor Zwickau, das war die Station bis zum Finale. Nun ging es gegen Lokomotive Stendal im Bautzen. Knapp 8000 chemische Schlachtenbuben erlebten das 1:0 durch Hans-Bert Matulmstein an der Müllerwiese mit. Chemie war FDGB-Pokalsieger. Dadurch durfte Chemie 66-67 wieder international spielen. Im Europapokal der Pokalsieger traf man auf Legia Warschau, 13 in Leipzig und 2:2 in der polnischen Hauptstadt, lauteten die Ergebnisse für die Chemiker in der ersten Runde. In der nächsten Runde traf die BSG Chemie auf Standard Lüttich. Ein 2:1 im Hinspiel folgte 0:1 in Belgien, mittlerweile wurde auch die Auswärtstorregel eingeführt und Chemie schied dadurch aus. Torhüter Klaus Günther nutzte den Besuch in Lüttich und setzte sich über Amsterdam in den Westen Deutschlands ab. Später spielte er für den Karlsruher SC oder Borussia Dortmund. Am Ende dieser Saison zog sich Alfred Kunze auf eigene Wunsch von seinen Trainerposten zurück. Heinz Prenz übernahm, er war seit 1930 Assistent von Alfred Kunze, der erste Sieg unter ihm gelang aber erst am 7. Spieltag gegen Motor Zwickau. Nach dem Ausscheiden im Achtelfinale des Pokals musste aber der seinen Hut nehmen und Otto Cioner bis dato Trainer von der SG Lichtenberg übernahm. Erst am letzten Spieltag der Saison konnte ich ihm die Klasse halten. 1970 beschloss der DFV grundlegende Änderungen im DDR-Fußball. Die Kombinate durften beispielsweise nicht mehr so viel Geld in die BSGs pumpen. Das stärkte die Clubs und schwächte die BSGs. Der Blick von Chemie musste nun fortan nach unten gehen. Unmöglich konnte man gegen die Clubs und Leistungszentren mithalten bei diesen Bestimmungen. Und so kam es auch, Chemie kämpfte bis zum letzten Spieltag tapfer, doch musste dann den Gang in die DDR-Liga antreten.